Ja, hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir das Video wieder anschaust. Wir sind wieder ganz früh unterwegs. Ich hole gerade meinen Anwalt ab und dann werden wir ein schönes Video zusammen machen. Und da kommt er auch schon, mein Anwalt. Ich habe ihn zu Hause abgeholt und jetzt werden wir zusammen zum Sonnenaufgang gucken. Ist leider schon zu spät. Guten Morgen. Guten Morgen. Super, hallo. Hallo. Unsere Viewer. Ja, wir fahren dann jetzt an die Küste und dann werdet ihr sehen, was wir da Schönes treiben. Okay, bis gleich. Ja, dann sind wir jetzt hier angekommen an der Küste. Diesmal leider kein U-Boot zu sehen. Das ist schade. Aber wir machen das Beste draus. Mach was. Da liegt Müll. Da liegt Müll. Genau. Von der Party gestern. Ja, so, jetzt sind wir also hier an der Küste wieder mal. Die Sonne ist schon aufgegangen. Da sind wir leider ein bisschen spät dran gewesen. Aber ich denke, es geht trotzdem noch für einen Vergleich. Ich habe die ganzen Drohnen mal hier aufgebaut. Da haben wir die Phantom 4 Pro, dann die Mavic 2 Pro und zu guter Letzt die neue Mavic Air 2. Lass jetzt schon mal ein kleines Vergleichsvideo laufen. Die nehmen jetzt alle im Automatikmodus auf, die Sonne über dem Meer. Und dann werde ich das nachher mal so ein bisschen zusammenschneiden, dass man den Vergleich hat, wie die Bildqualität ist bei den einzelnen. Die Phantom 4 Pro und die Mavic Air 2 nehmen in 60 Frames per Sekunde auf, also erhöhter Geschwindigkeit. Die Mavic 2 Pro kann das leider nicht, die filmt dann in 30 Frames per Second. Ja, der Anwalt ist auch dabei, der hilft mir hier, der kriegt jetzt eine Schnelleinweisung. Ich würde sagen, auf der Mavic 2 Pro. Ganz wichtig, nicht über das Meer fliegen, sonst ist du weg. Versuch dich, wenn dann nur irgendwie so im Landbereich aufzuhalten. Kannst ein bisschen testen, wie das ist mit der Fernbedienung. Kannst du die ja schon mal schnappen. Das ist die große, genau, mit dem Crystal Sky Monitor. Steuerung von Witcher ist komplizierter. Thank you.
Dann möchte ich euch danken, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss geschaut habt. Wir sind jetzt durch hier mit unserem kleinen Test von den Drohnen, die ich so habe. War ganz interessant. Mike möchte bestimmt auch noch ein paar Worte sagen. Und immer dran denken, immer schön. Okay, das müssen wir nochmal machen. Der Anwalt, der möchte auch noch was sagen. Ich hoffe, diesmal ist es jugendfrei. Haltet euch an Recht und Ordnung. Und falls ihr mal in rechtlichen Schwierigkeiten seid, dann Better Call. Better Call Otter. Ja, okay. Danke, dass ihr das Video geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben oder lasst einen kleinen Kommentar da. Ihr könnt auch den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, und sonst bleibt alle gesund und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Also dann bis bald, euer Matthias und Otter. Otter. Bis dann, tschüss.